So, mal gucken, ob das platztechnisch reicht. Ja, sieht gut aus. Oh, Susi hat auch schon Level 2. Ja, ist das nicht romantisch, hier so ein bisschen Wall im Hintergrund? Rock'n'Roll. So, wollen wir mal ganz kurz gucken. Okay, das geht momentan nicht. Okay. So. Was will sie hier nochmal schreiben lernen? Okay. So, jetzt brauchen wir allerdings noch kaufen. Moment. Wir brauchen natürlich jetzt hier noch Staffelei, weil die Kleine soll ja auch malen. So, dann fangen wir gleich mal an. Ja, macht sie von alleine, super. Ach ne, sie überprüft nur das neue Objekt. Oh, sie fängt direkt an, cool. So soll es sein. Okay, will sie auch einen weiter? Okay. Er will auf jeden Fall eine Runde Schach spielen. So, das vergessen wir erstmal. Level 4 der Logikfähigkeit erreichen. Okay, das sollten wir irgendwie hinkriegen. Ja, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie ist das mit Babys? Ne? Das Ding ist natürlich... ich glaube, in der kleinen Hütte lassen wir es mit Babys erstmal sein. Wobei so Babys echt süß sind. Auch die Kiddies hinterher, die machen echt eine Menge Lens. Aber ich glaube, dafür brauchen wir einfach eine größere Hütte. Und ganz kurz mal gucken, wie viele Fähigkeiten Schach hat er denn schon? Zwei, oh, okay. So. Okay. So, dann können wir die Quetsche auch wieder anmachen. Garsim, okay. Oh, seht ihr? Die wächst auch relativ schnell hier. Auch natürlich künstlerisch talentiert. Künstlerisch, super. Ja, nun sind wir verheiratet, ne? So schnell kommt man an eine Hochzeit. Jackmord, genau. Ach, war das nicht romantisch, liebe Leute. Okay, wir lassen sie hier den Balken nochmal voll machen. Amadeus, was könntest du? Der will einen Gig spielen. Die wollen alle einen Gig spielen. Okay, dafür müssen wir natürlich ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, gerade Susi ist ja noch relativ am Anfang, was die ganze Sache angeht. Aber die Farben schmatzen, ihr hört das. Wunderbar. Okay, Amadeus, mach mal einen Zahn zu hier. Super, okay, den hat sie jetzt erreicht. Sie will einen Gig, was will sie denn sonst noch? Gitarre spielen, das kriegen wir hin.
So, lassen wir sie mal allein spielen. Bei 2 klingt das ja noch gar nicht mehr so schlecht. Ha, genau. Shiba. Shiba. Ja, schöne Mollakkorde wieder. So, aber Susi muss ja heute schackern, glaube ich, ne? Ach nee, das war schon Mittwoch. Okay, sie hat frei heute. Super. Ja, in Braun sieht die Klampfe auch ganz gut aus, ne? Ja, wie ihr seht, wächst auch ziemlich zügig, auch weil hier sie natürlich sehr talentiert ist. Hat sie denn eigentlich... Okay, der Bass, die Schießbude, ja, ist alles drin. So, 7 Uhr. Was sagt Amadeus zu der Musik? Erstmal gar nichts. Frisch verheiratet. Gute Laune 50 für 2 Tage. Bei Susi ist das Gleiche. Okay. Oh, l'amour. Verliebte Sims benehmen sich in den Augen anderer wie die Verrückten. Ja, so soll es sein. Ne? Dafür ist man verliebt. So, und dann, wenn Susi ihren Punkt hier voll hat... Sie wollte ja einen Schreibunterricht machen. Und genau das werden wir gleich dann machen. So, okay. Da wird es schon ein bisschen bluesiger. So, gehen wir mal ganz kurz mit. Mal gucken, ob sie hier auch so eine Schlinderschwester ist. So, im Vorbeigehen einmal Pommesgrün-Weiß. Ja, sie schlindert erstmal nicht. Aber sie geht sehr bedächtig. Und sie hat eine Karre, was schon ziemlich cool ist. Cooles Straßenschild. Wir wohnen in der Straße. Okay. So, das ging ja schnell. Okay, dann soll sie erstmal schreiben. Was macht der gute Amadeus? Was will er hier? Ein Buch über Logik kaufen. Okay. Drama, Drama und so weiter für gut geschriebene Storys, die aus Herz und Linne. Schreibe ein Drama. Ja, das können wir eigentlich machen. Drama ist schnell geschrieben hier bei den Sims. So, er will da ein Buch über Logik kaufen. Das können wir vielleicht sogar direkt mal machen. Buchladen. Bücher kaufen. Zerwupp. Komm, Amadeus. It's book time. Er freut sich ein Loch, dass er verheiratet ist. Ja, da sind die Sims doch ein bisschen romantisch. Ach ja, wie schön. So, wir können das ja ganz kurz mal ausprobieren, wie das mit den statischen Bedürfnissen ist. Will ich mir doch mal angucken. So, ab in die rote Zitrone. So, Susi hat das erledigt, kann sie auch nach Hause.
So, Amadeus, wanna buy some books? Some logical books? So, wir kaufen mal gleich die zweite Stufe. Ach, weißt du was, wir kaufen sie alle. So, Fähigkeiten. Logik 1. Logik 2. Logik 3. So, dann gucken wir noch mal ganz kurz. Und zwar. Geschicklichkeit, weil dann kann er seine... So, ihr seht, Bücher sind unglaublich teuer. Das sind 100, das sind 600, das sind 1350 Pfeifen. Meine Fresse. Fünfer Bücher. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine teure Aktion. So, sind denn hier schon Leute? Ja, das sind auf jeden Fall schon Leute. Dann gehen wir da direkt mal hin. Was macht Susi derweil? Okay, die lassen wir jetzt erstmal schreiben. So, Amadeus, mein Freund. Du wirst jetzt hier ein bisschen rumjammen. Balus. So, dann gucken wir uns an, was Susi hier macht. Ja, das ist das, was ich meine mit den statischen Bedürfnissen. Ne? Das heißt, da stehen die nur irgendwie in der Gegend rum und machen nicht wirklich was. Und deswegen finde ich das nicht ganz so klasse. Wobei, im Grunde ist es ja eigentlich auch egal. Wir können das einfach mal so lassen. Schreiben. Fangen wir mal einen Science-Fiction-Roman an. So. Okay, das stimmt natürlich. Die Suppe bleibt hier permanent grün. 1948. Okay, kleiner George Orwell-Link. Können wir machen. So, 30 Tantiemen pro Woche verdienen. Ja, super. Okay. So, Freunde. Wen haben wir denn hier? Der ist gerade am Verhungern. Er würde gerne ein paar Fische fangen, sagt er. Ja, da ist ganz gut Punk in der Hütte, ne? So, Susi ist brav am Schreiben. Yes, machen wir ein bisschen Musik dabei. Ja, so soll es sein. Hier schön die Leinwand von hinten. Ja, die sieht doch ganz süß eigentlich aus, ne? So, Amadeus rockt sich noch einen Wolf. Yeah. Okay, Miss Atkins ist mit Jam. Ja, nicht meckern, fressen gehen.